Hier in der Mühlentor-Galerie trifft der Programmierer auf den Grafiker und der auf den Fotografen. 10 Arbeitsplätze stehen zur Verfügung. Anmietung tages- oder monatsweise. Oder man kauft ein flexibles Ticket für 10 Besuche in 3 Monaten. Coworking ist ein Trend, der aus den Staaten rübergeschwappt und nun auch in Greifswald angekommen ist. Wir haben ganz viele Einzelkämpfer hier in Greifswald und die kennen sich untereinander einfach nicht. Und das führt halt ganz häufig dazu, dass die irgendwann einfach voll sind mit Aufträgen und einfach keine größeren Sachen mehr bearbeiten können. Oder auch einfach, weil ihnen die Fähigkeiten dazu fehlen, sich jetzt auch noch auf einen anderen Bereich zu spezialisieren. Und das soll halt einmal durch das Cowork abgestellt werden, dass sie hier zusammenarbeiten können. Dass man sich auch einfach trifft und austauscht, sodass man halt auch einfach größere Projekte machen kann. Aber erstmal den Laden voll bekommen. Zugegebenermaßen, so viele Kreative wie an unserem Drehtag sind hier nicht immer. Woran liegt's? Die Leute müssen sich trauen, es mal ausprobieren, meint Techen. Vielleicht wissen sie auch noch gar nichts vom Cowork Greifswald? Eine Website gibt es, auch bei Facebook ist man vertreten. Auf coworking.de, einer Seite, die alle Coworking Spaces Deutschlands auflistet, fehlt das Greifswalder Angebot noch. Dass es zumindest in Großstädten gut funktionieren kann, zeigt ein Bericht von Enter Berlin über das Beta-Haus in Kreuzberg. Du kommst hier rein und merkst, irgendwas brodelt hier, ja? Das ist ein alter Gewerbehof auf 4 Etagen. Wir haben hier ungefähr 2000 Quadratmeter, wo 200 Freelancer und Startups arbeiten. Meine Idee wird besser, wenn du da drüber schaust und du deinen Input dazu gibst. Und meine Idee wird vor allen Dingen auch besser, wenn ich offen darüber spreche und wenn ich mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Hintergründen an der Idee weiter schraube. Berlin kann man nicht mit Greifswald vergleichen. Das sollte jedem klar sein. Dass es hier Startschwierigkeiten gibt, darauf hatte man sich eingestellt. Dennoch, das Ziel, Coworking in Greifswald zu etablieren, steht. Wir möchten es schaffen, dass im Sommer wirklich einmal die Woche hier eine Veranstaltung ist, die sich an eine ganz spezielle Zielgruppe richtet. Und haben das jetzt mit diesem Tech-Talk, was sich stark an Webentwickler orientiert, erstmalig etabliert. Das machen wir jetzt alle 4 Wochen. Also die nächste Veranstaltung ist dann voraussichtlich am 8.5. Und dann planen wir jetzt halt demnächst einen Grafiker-Stammtisch, also was sich dann an Grafiker logischerweise richtet, für den nächsten, also für einen anderen Mittwoch, was weiß ich, in der zweiten Kalenderwoche oder der dritten Kalenderwoche zu etablieren und das dann halt auch noch für den Kunst- und Kulturbereich oder auch noch allgemein so Workshops anbieten. Also wir möchten einfach das Veranstaltungsangebot noch sehr stark erweitern, um die Leute auch wirklich zum Netzwerken zu bringen und hier in die Räumlichkeiten. Wer den Weg hierher schon gefunden hat, kommt meist regelmäßig. Also 1 bis 2 Mal die Woche. Ja, einmal die Woche sind wir auf jeden Fall immer hier, ja. Okay, was sind dann die Vorteile, hier zu arbeiten? Es ist was anderes an der Umgebung, also man ist nicht in seinem gewöhnlichen Trott, man trifft hier Leute, man kann sich unterhalten, man kommt auch mal unter Artgenossen oder wird auch einfach mal mit Fragen angesprochen, wodurch man dann auch einfach mal wieder seinen Kopf anstrengt. Man lernt Leute auch aus anderen Branchen kennen, also wir sind reine Grafikdesigner, auch in der Agentur sind wir eigentlich Designer und da er halt Programmierer, Softwareentwickler ist, ist das natürlich eine Schnittstelle, die treffe ich bei mir im Büro nicht, die treffe ich nur hier oder wenn ich halt einen Fotografen brauche oder so, das erlebe ich hier auf ganz kurzen Wege, da muss ich nicht 1000 Mal Mails hin und her schicken oder durch die Stadt laufen, ich suche jemanden, sondern die treffe ich hier. Für mich ist es halt wirklich, dass man mal ja, aus seiner gewohnten Umgebung rauskommt. Und also ich lege eigentlich auch, ich mache einmal in der Woche eigentlich einen Coworkstag, lege meine Termine dann auch, die ich hier in der Stadt habe. Also ich habe beispielsweise eine Galerie, wo ich halt meine Bilder auch verkaufe, dass ich dann eben Termine, die dort sind, dann auch auf diesen Tag lege. Und naja, das ist für mich ganz einfach auch eine Arbeitserleichterung. Ich würde sonst vielleicht 3-4 Mal in der Woche mit dem Auto reinfahren in die Stadt und so erledige ich das alles dann mit an einem Tag und kann gleichzeitig hier dann eben auch meine Sachen abarbeiten. Derzeit steht das Technologiezentrum Vorpommern hinter dem Projekt. Angedacht ist, dass sich das Cowork Greifswald irgendwann selbst trägt. Also, es hängt an den Leuten. Oder gibt's sonst noch was zu verbessern? Vielleicht das Kulinarische, vielleicht, dass dann Herr Techen mit einem Servicewagen hier mal vorbeikommt oder so und wie in der Deutschen Bahn Getränke anbietet. Aber ansonsten bin ich hier sehr zufrieden. Bis es allerdings so weit kommt, müssen sich die kreativen Köpfe selbst um ihre Nervennahrung befleißigen. Bei der guten Innenstadtlage direkt im Schuhhagen kein Problem.